aufgestanden. Gott zeigt uns in dieser Nacht, wie aus Finsternis Licht wird, aus Traurigkeit Freude und aus Tod Leben. Shalom und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Feier der Osternacht, die aus der Friedenskirche Ansbach übertragen wird. Wir freuen uns, wenn Sie zu Hause mitfeiern und gerne auch mitsingen. Wir feiern diese Osternacht in der Gegenwart und im Schutzraum unseres Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Wir lassen die Farbe Weiß leuchten. Sie steht für Gottes Herrlichkeit, die er in der Schöpfung verwirklichen wollte. Stehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Zweiter Tag. Wir lassen die Farbe Blau leuchten. Sie steht für das Wasser, das Leben ermöglicht, für den Himmel, der sich über uns wölbt, an dem sich der Regenbogen sehen lässt. Gottes Zeichen seiner Treue zu uns und zu seiner Schöpfung. Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich.
Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Und das Trockene nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. So geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Dritter Tag. Wir lassen die Farbe Grün leuchten. Sie steht für alles, was wächst, blüht und gedeiht, was uns erfreut und an Gottes Paradies erinnert. Sie steht für die Hoffnung, das Vertrauen auf Gott, für den Kreislauf neuen Lebens. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hinleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Wir lassen die Farbe Gelb leuchten. Sie steht für die Fülle der Farben, für den Lichtglanz des Fernen, für das Göttliche, das uns selbst erhält und uns erleuchtet. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt,
und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Fünfter Tag. Wir lassen die Farbe Orange leuchten. Sie steht für das Lebendige und Warme, für die wohltuende Mitwelt, die uns umgibt, für die Tiere. Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Wir lassen die Farbe Rot leuchten. Sie steht für die Liebe und die Hingabe, für den Geist und für den Glauben. So wurden Himmel und Erde vollendet,
und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Wir lassen noch einmal die Farbe Weiß aufleuchten. Sie steht für Gottes Herrlichkeit, die er in der Schöpfung verwirklichen wollte. Sie kommt zu ihrem Ziel in der Ruhe, die wir brauchen, um Gott und uns selbst nicht zu verfehlen. Sie füllten die Erde. Aber das Sinnen und Trachten der Menschen war finster, und sie erhoben sich gegeneinander. Und bald gab es Arme und Reiche, Starke und Schwache, und ein Volk wollte das andere beherrschen. Und die Gier der Menschen war groß. Und er erhob seine Hand gegen die Schöpfung Gottes. Und der Mensch irrte umher und suchte das Licht in der Finsternis seines Lebens. Die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren. Kehrt um, sagte er, Jesus von Nazareth, nahe ist Gottes Herrschaft, glaubt der frohen Botschaft für euer Leben. Und er tat den Menschen Gutes, Blinde machte er sehend, Lahme konnten gehen, Hungernde wurden satt, Ausgestoßene führte er zurück ins Leben, Tote machte er lebendig. Mit Zöllnern und Sündern setzte er sich an einen Tisch. Männer und Frauen rief er, mit ihm zu gehen. Er schenkte ihnen Umkehr und Vergebung. Er nahm ihnen die Angst vor dem Sturm, die Sorge um ihr Leben. Er lehrte sie beten und vertrauen.
Und er malte den Menschen Bilder in ihre Herzen, Bilder voll Hoffnung, Licht und Weite. Vom kleinen Senfkorn, das zum großen Baum wird. Vom Vater, der mit offenen Armen auf seinen zerlumpten Sohn zuläuft. Vom guten Hirten, der er selber war. Viele folgten ihm nach. Sie hielten ihn für einen großen Lehrer, einen Propheten, den Messias. Doch er erregte Widerstand. Er war unbequem. Er passte nicht in das bekannte Schema. So wollten sie ihn nicht haben. Mit seinen Freunden hielt er das letzte Mal und wurde von einem von ihnen verraten. Im Garten Gethsemane rang er mit Gott. Musste er den Weg des Leidens gehen? Seine Freunde wachten nicht mit ihm. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Gefangen im Schutze der Nacht. Ihr seid ausgezogen wie zu einem Mörder. Bin ich nicht jeden Tag mitten unter euch gewesen? Da verließen ihn alle Jünger und flohen. In der Nacht machten sie ihm den Prozess. Er hat Gott gelästert, sagen die einen. Er wiegelt das Volk auf, sagen die anderen. Und sie spien ihn an und schlugen ihn mit Fäusten. Den Tod der Verbrecher und von Gott Verstoßenen sollte er sterben. Es war niemand, der für ihn eintrat. Außerhalb der Stadt schlug man ihn ans Kreuz. Spott und Hohn musste er ertragen. Rette doch Gott ihn, hat er ihm nicht vertraut? Und Jesus rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er starb, und die Sonne verlor ihren Schein. Erbarme dich,
Er endete wie so viele Hoffnungen, abgewürgt und ausgelöscht. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Gekreuzigt, gestorben, ins Grab gelegt. Schwer liegt der Stein vor der Höhle. Die Hoffnung ist vermauert. Aus. Das Ende. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Christus, Licht der Welt, Gott sei Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz, und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Thank you.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Taufe zu erinnern. Es geht doch um den Übergang vom Tod ins neue Leben, von der Trauer in die Freude. Schon der Apostel Paulus wusste um den Zusammenhang von Taufe und dem Wechsel von Tod in die Auferstehung. Er schreibt: Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. In den ersten christlichen Gemeinden fanden die Taufen immer nach einem Jahr der Bewährung in der Osternacht statt. Auch uns gilt der Auftrag und das Versprechen, das der auferstandene Christus seinen Jüngern gegeben hat. Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Christus ist auferstanden. Das ist die Mitte und Ursprung unseres christlichen Glaubens, den wir nun miteinander bekennen wollen. Unser gewohntes Glaubensbekenntnis wurde in den ersten Jahrhunderten in Rom von den Taufbewerbern in der Osternacht bei ihrer Taufe das erste Mal öffentlich gesprochen. So verbindet es uns untereinander, aber auch mit den Christen früherer Zeiten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Erinnere dich, du bist getauft, du bist Gottes Kind. Der allmächtige Gott hat dich lieb. Gott will dir verzeihen, was du falsch machst. Er will dir wieder auf den rechten Weg helfen durch Jesus Christus. Du gehörst mit anderen zu Gott. Gottes Heiliger Geist hält dich in seiner Gemeinschaft. Heute können wir uns nicht mit dem Wasser aus der Taufschale benetzen, aber wir wollen uns unter das Kreuz, das Symbol von Gottes Gegenwart in unserer Welt stellen. Und wir tun es, wie Martin Luther es gemacht hat. Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir beten. Gott, du Quelle unseres Lebens, wir loben und preisen dich für deine große Güte. Du hast uns gerufen, noch ehe wir von dir wussten. Du hast uns die Treue gehalten, als wir eigene Wege gingen. Du hast uns Kraft geschenkt, neue Schritte im Glauben zu tun. Wir bitten dich, erneuere unsere Hoffnung. Schenke uns deinen Frieden durch Jesus Christus, den Auferstandenen und Lebendigen, der auch unser Leben neu macht. Amen.
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich versuche sie mir vorzustellen, die Frauen, von denen wir im Evangelium gehört haben, die sich da in der frühen Morgenstunde auf den Weg machen. Was sie wohl in ihren Herzen bewegen, als sie zum Grab gehen und in der Morgendämmerung ankommen? Schmerz, Trauer, Erinnerung, sehnsuchtsvolle Liebe. Sie tragen Fläschchen oder Salbentöpfe bei sich, denn sie haben vor, ihrem geliebten Verstorbenen den letzten Dienst der Liebe zu erweisen, ihn nämlich einzubalsamieren. Aber ihr Plan wird durchkreuzt. Sie erleben gleich zwei große Schrecken am offenen Grab. Zunächst stellen sie fest, der Leichnam ist weg. Und während sie das registrieren, kommt der andere Schreck dazu. Ein Gottesbote ist da, der Engel. Weglaufen reicht nicht mehr, also bleibt nur warten, was geschieht. Und dann hören sie eine Botschaft, die sie sich nicht hätten träumen lassen, die ihrem Leben einen neuen Horizont aufreißt, der ihnen vorher nicht zugänglich war. Der Engel sagt, ich zitiere nach dem Lukas-Evangelium: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Diese Worte des Gottesboten dringen ja nicht nur an die Ohren der Frauen, die damals ans Grab gekommen sind. Durch die Jahrhunderte trägt das Zeugnis der Bibel diese Worte in die Welt, auch in unsere Kirchen und heute in unsere Häuser hinein. Sie dringen an unsere Ohren. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Manchmal kommt es mir so vor, als ob Jesus, wenn überhaupt, dann immer noch als Toter gesucht wird, auch in unserer Zeit. Man spricht dann von ihm in der Vergangenheitsform, wenn auch vielleicht respektvoll. Oder man ehrt ihn als einen vorbildlichen Menschen, wie andere auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich will nicht sagen, dass das wenig ist, aber es ist nicht genug. Es ist nicht genug, dass wir die Auferstehung Jesu Christi in einem Buch stehen haben und bestenfalls etwa als ein Ereignis der Vergangenheit gelten lassen. Aber für unser Leben heute machen wir uns nichts daraus. Zum Allerwichtigsten gehört, dass Jesus heute lebt, dass er durch seine Auferstehung für immer ein Loch in die Mauer des Todes gerissen hat, dass er deshalb heute da ist. Denn heute sollen Sie und ich seine Kraft erfahren. Wir können das nicht erzwingen, aber er lässt sich bitten. Der auferstandene Herr Jesus Christus hat Kraft für uns in unserer Müdigkeit. Er hat Trost für unsere Traurigkeit. Er ist mit uns unterwegs. Er hat den Durchblick mitten in unserer Unsicherheit und Ratlosigkeit, gerade in diesen Tagen. Er gibt uns Halt und Hoffnung in guten und in schweren Tagen. Und er gibt uns ein einzigartiges Ziel: ewiges Leben mit ihm. Und es ist doch so, unser Lebensziel prägt unseren Lebensstil. Die Frauen am Grab konnten ihre wohlriechenden Öle, die doch nur Totenkosmetik waren, wegpacken. Und indem sie das taten und auf die Stimme des Gottesboten hörten, fing für sie ein Weg an, der sie in die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn führte. Dieses Wunder geschieht bis heute. Und es will auch an uns geschehen. Wie? Zum Beispiel so. Der Dichter Rudolf Alexander Schröder erzählt, als einer seiner besten Freunde ganz plötzlich und im besten Alter sterben musste, habe er mit der verzweifelten Familie abends zusammengehockt und das Unfassliche immer wieder neu diskutiert. Schließlich habe er sich gesagt: Die bloße Heulerei und das ganze Palaver helfen doch keinem Menschen.
Und so habe er nach einem Neuen Testament gegriffen und die vier Ostergeschichten der Evangelisten nacheinander vorgelesen. Und es sei frappierend gewesen, wie die erstarrten Seelen förmlich auftauten und die Gespräche nun um wesentliche Dinge, die letzten Dinge, gingen. Er habe diese Wendung als ein Wunder empfunden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da hat einer gewagt, sicher fragend und vielleicht zitternd in seiner Ratlosigkeit gewagt, damit zu rechnen, dass Jesus zu seinem Wort auch heute steht und dass er sich als der Lebendige erweist. Und er hat in diesem Wagnis erfahren, sodass es auch auf die anderen ausstrahlte, Jesus ist wahrhaftig geheimnisvoll da. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Ich bete mit einem Gedicht. Jesus, du lebst, das ist die Osterkunde, die uns gilt bis in Ewigkeit. In dir zu leben jede Stunde, dazu mach uns, Herr Christ, bereit. Amen.
Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für dieses Osterfest mitten in der schwierigen Zeit. Wir danken dir für dein Licht in der Dunkelheit. Steh deiner Kirche und den Gemeinden gerade jetzt bei, wenn das gesamte soziale Miteinander von Kreisen, Gruppen und Chören zum Erliegen kommt. Hilf, dass die Kirche sich immer wieder selbst durch deine Osterbotschaft ermutigen lässt und daraus neue Kraft zum Handeln nehmen kann. Unterstütze sie dabei, neue Wege zu gehen, und hilf, dass sie dem Nächsten trotz Sicherheitsabstand dienen kann. Wir bitten dich für die Politiker, dass sie gute und wohlüberlegte Entscheidungen treffen. Wir möchten dir auch die weltweite Kommunikation der Staatschefs und Diplomaten ans Herz legen, damit sie trotz hochgezogener Grenzen und Einreiseverbote eine Zusammenarbeit beibehalten. Hilf den Wissenschaftlern und Forschern, dass ein Impfstoff oder ein Medikament entwickelt werden kann. Wir bitten dich um Kraft und einen Moment der Osterfreude für alle, die heute arbeiten müssen, um die Gesundheit oder die Versorgung aufrecht zu erhalten. Und steh du auch denen bei, die aufgrund der Krise mit ihrer beruflichen Existenz kämpfen. Wir bitten dich um Beistand und Heilung für alle Kranken, um Trost und Hoffnung für alle, die gerade um einen geliebten Menschen trauern oder Angst haben. Schenke du uns Zuversicht und Mut und lass uns die Gewissheit haben, dass du stärker bist als Krankheit und Tod. Und sei heute besonders auch bei den Menschen unter uns, denen es gerade an Ostern sehr zusetzt, einsam zu sein oder liebe Menschen aus Rücksicht nicht besuchen zu können. Wir bitten dich auch um Frieden und Heilung für diese Welt. Lass uns über unsere Situation die anderen Menschen auf der Erde nicht vergessen, die in noch schwierigeren Verhältnissen leben müssen, die kein Dach über dem Kopf haben, nur eine schlechte medizinische Versorgung besitzen oder bei denen Krieg herrscht. Und alles Weitere legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen leuchte euch wie das Licht des Ostermorgens. Gottes Freude begleite euch auf allen euren Wegen. Seine Liebe beflügle euch in der Kraft seines Heiligen Geistes. Seine Freude rühre euch an. Christus ist auferstanden. In diesem Glauben segne euch euer Gott euer Leben. Und gebe euch Frieden. Amen. Amen.